Am 22. Juni 2021 wurde in vielen Städten Russlands, der Ukraine und in Belarus des Überfalls der Nazi-Wehrmacht auf die Sowjetunion vor 80 Jahren gedacht. Das offizielle Deutschland hielt sich da eher zurück. Von Bundestag und Bundesregierung an diesem geschichtsträchtigen Datum kein Wort. Eine rühmliche Ausnahme war da der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Eine große und bewegende Gedenkfeier hatte in Bremen auf dem Marktplatz der Verein Deutsch-Russische Friedenstage und das Bremer Friedensforum organisiert. Das Besondere an dieser Veranstaltung: die große Beteiligung der ziemlich großen russischsprachigen Community in Bremen. Es sprachen der Vizekonsul des Generalkonsulats der Russischen Föderation, Alexei Skossirev, der Professor für neuere deutsche und europäische Geschichte, Peter Brandt, sowie der Bremer Pastor in Ruhestand und Friedensaktivist Hartmut Drewes. Es sangen und spielten der renommierte Chor Rodina, das heißt Heimat, unter der Leitung seines Dirigenten Slava Kravets und viele andere Künstlerinnen und Künstler. Dem grausamsten aller bisherigen Kriege gewidmet ist ein Requiem, das an diesem Tage uraufgeführt wurde. Es spielten der Komponist und Gitarrist Vadim Kulitsky und der junge 14-jährige Geiger Alexander Kulitsky. Das Motto dieser bewegenden Veranstaltung an diesem Tag: nie wieder gegeneinander, gemeinsam für Frieden. Vmeste za mir, das heißt zusammen. Liebe Anwesende, heute jährt sich zum 80. Mal der Überfall der Nazi-Wehrmacht auf die Sowjetunion, die am Ende dieses grausamen Krieges 27 Millionen Tote zu beklagen hatte. Wir gedenken der Opfer, der gefallenen Soldaten, der getöteten Zivilisten, der in den Gaskammern Ermordeten und derer, die als Zwangsarbeiter gelitten haben und ihr Leben verloren. In Bremen sind das Gräberfeld auf dem Osterholzer Friedhof, der Bunker Valentin in Farge und das Gräberfeld in Oschlepshausen Orte, die an das Schicksal sowjetischer Bürger erinnern. Aber heute ist auch ein Tag des Dankes für den großen Anteil, den die Völker der Sowjetunion für die Befreiung von Krieg und Faschismus leisteten. Объединение немецко-русские дни мира земли Бремена приветствуют вас, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня 22 июня, и улучшению отношений между народами Германии и России. Вместе за мир – это наш девиз. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, heute begeht man in Russland den Tag der Erinnerung und Trauer. Wir berufen uns auf eines der bittersten und dramatischsten Kapitel unserer Geschichte. Am 22. Juni vor 80 Jahren überfiel ein hochmilitarisiertes Nazi-Deutschland und seine Satelliten die Sowjetunion. Der große Vaterländische Krieg hat begonnen. Heute stehen uns zur Verfügung konkrete Unterlagen und Beweise, die uns sehr klar vorstellen lassen, welche Pläne Hitler und sein Umkreis in Bezug auf die Sowjetunion hatten. Nazi-Deutschland hatte es vor, nicht nur militärisch die Sowjetunion und das Staatssystem abzuschaffen, sondern auch die Mehrheit der Bevölkerung auszurotten und den Rest zu versklaven. So wurde eine Vernichtung der multinationalen sowjetischen Bevölkerung und Kultur angekündigt. In den besetzten sowjetischen Gebieten ereignete sich eine nie dagewesene Tragödie. Gewalt und Terror wurden grausam und massiv ausgeübt. Millionen von Zivilisten wurden ermordet. Diese ungeheuerlichen Verbrechen
die vom internationalen Militärgerichtshof Nürnberg eindeutig verurteilt wurden, kann man weder rechtfertigen noch vergeben. 3 Jahre lang trug die Rote Armee im Kampf gegen die Nazis und ihre Verbündeten die Hauptlast. Der größte Teil der deutschen Truppen, über 70%, wurden im Laufe des ganzen Krieges an der deutsch-sowjetischen Front eingesetzt. Die Rote Armee hat in den großen Schlachten um Moskau, Stalingrad und Kursk quasi den Kern der Wehrmacht vernichtet. Die Gegenoffensive der Roten Armee hat den Krieg vorausbestimmt. Die sowjetischen Truppen haben den noch am Leben gebliebenen Häftlingen in Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Ravensbrück, Sachsenhausen die lang ersehnte Freiheit gebracht. 11 europäische Staaten mit über 113 Millionen Menschen wurden von den Nazis befreit. Das war die große Heldentat des sowjetischen Volkes, aber der Preis ist enorm. Es wurde 27 Millionen Menschen ermordet. Diejenigen, die heute mit Russland nachhaltige und gute Beziehungen haben wollen, müssen im Blick behalten, wie wichtig und sensibel das Thema des großen Vaterländischen Krieges für uns ist. Russlands Einstellung zu der Frage ist deutlich in dem Beitrag des russischen Präsidenten Wladimir Putin dargelegt, der zum 75. Jubiläum der Befreiung Europas von Nationalsozialismus erschien. Sehr geehrte Damen und Herren, die Erinnerung an alle, die gekämpft und ihr Leben verloren haben, an alle, die den Sieg mit aller Kraft ermöglichten, ist absolut heilig. Es ist sehr besorgniserregend, dass wir in letzter Zeit eine schleichende Rechtfertigung von Nazismus erleben. In einigen Ländern Europas werden systematisch die Resultate des Zweiten Weltkrieges revidiert. Hitler-Einheiten und Kollaborateure werden als Helden dargestellt. Man versucht, den Aggressor dem Befreien gleichzustellen, die Verantwortung der Henker und der Opfer gleichzusetzen. Die Nazis und ihre Befürworter werden mancherorts Lob gepriesen. Zynisch werden in einigen Ländern die Gedenksteine und Mahnmale zu Ehren der Befreier abgeschafft. Radikalismus und Extremismus nehmen zu. Das alles verletzt nicht nur die Erinnerung an die Millionen von Gefallenen, sondern ist eine Bedrohung für die nachfolgenden Generationen in Europa. Der 80. Jahrestag des Anfangs des großen Vaterländischen Krieges erinnert uns daran, dass sich so etwas nie wiederholen darf und dass man sich alle Mühe geben soll, um den Frieden zu bewahren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Bremer Friedensfreunde, liebe Anhänger der Völkerverständigung, innen natürlich immer eingeschlossen. Vor genau 80 Jahren, am 22. Juli 1941, trat im Morgengrauen die deutsche Wehrmacht mit verbündeten Truppen rund 3 Millionen Mann auf breiter Front zum Angriff auf die Sowjetunion an. Ohne Kriegserklärung und trotz eines Nicht-Angriffspakts. Wenn der Ausdruck Überfall irgendwo angemessen ist, dann hier. Das Kriegsvölkerrecht war in diesem Gemetzel vom ersten Tag an außer Kraft gesetzt. Wir konnten in diesen Tagen in den Medien hören und lesen, welche ungeheuren materiellen Zerstörungen und Menschenverluste die Völker der Sowjetunion, insbesondere Russen, Weißrussen und Ukrainer, erlitten haben. Am Ende waren auch die deutschen Verluste, über 6 Millionen Kriegs- und Kriegsfolgetoten, beträchtlich, und auch sie gehen letztlich auf das Konto jener verbrecherischen Clique, die sich mit Unterstützung der etablierten Rechten und wichtiger Teile der deutschen Oberklasse in den Besitz der Staatsmacht gebracht hat. Es waren die Soldaten der Sowjetarmee, die auf ihrem Territorium die Kriegswende erkämpft haben, lange bevor die Westalliierten mit der Invasion in der Normandie den letzten Akt des Dramas einleiteten.
Meine Mutter, die die Jahre ab 1942 als politischer Flüchtling im neutralen Schweden lebte, erzählte mir, wie ein gut betuchter, offenbar wohlhabender älterer Herr, als beide den Zeitungsaushang mit der Nachricht vom Abwehrsieg der Sowjets in Stalingrad betrachteten, zu ihr gesagt hätte, der Herr zu meiner Mutter, diesmal hat Russland die Welt gerettet. In der Tat, dieses Mal hatte Russland die Welt gerettet. Um das zu erkennen, musste man kein Gefolgsmann des stalinschen Tyrannenregimes sein, nicht einmal ein Gegner der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Michail Gorbatschow, der mutige Überwinder der Ost-West-Konfrontation, ist heute tief verbittert darüber, wie die Zugeständnisse der damals noch sowjetischen Seite vom Westen beantwortet oder eben nicht beantwortet wurden. Die bemerkenswerteste sowjetische Konzession, die Hinnahme der NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschland, wird begreiflich, wenn man die Charta von Paris vom Spätherbst 1990 dagegen hält, die eine Überwindung beider Blöcke und eine ganz neue europäische Sicherheitsstruktur umrisshaft anzuzielen schien. Inzwischen leben wir in einem neuen Kalten Krieg zwischen der NATO auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite, zusätzlich zu den diversen gefährlichen Krisenherden auf der Welt und zusätzlich zu dem neuen Supermächte-Konflikt USA-China. Wir wissen aus Befragungen, dass die Mehrzahl der Deutschen gute Beziehungen zu Russland wünscht. Aber nur eine Minderheit hat erkannt, wie zugespitzt die Lage inzwischen ist. Bei der meist sehr kritischen, teilweise feindseligen Positionierung der veröffentlichten Meinung zum heutigen Russland fällt schon auf den ersten Blick die atemberaubende Einseitigkeit auf, mit der die inneren Verhältnisse wie die äußere Politik dargestellt und kommentiert werden. Ich nehme an, die meisten von uns haben so manches Kritische vorzubringen, auch zu Russland. Aber, um ein Beispiel zu nennen, nicht Putin hat die Oligarchenwirtschaft und die Korruption geschaffen. Er hat sie vorgefunden, zusammen mit der sozialen Katastrophe der Jelzin-Ära. Und er profitiert im Hinblick auf sein Ansehen bis heute davon, dass er wenigstens wieder eine berechenbare Staatsmacht installiert, für die regelmäßige Auszahlung von Löhnen gesorgt hat und so weiter. Im Zeitalter der Atombombe gibt es keine Sicherheit mehr für ein Land oder eine Gruppe von Ländern. Es gibt Sicherheit entweder gemeinsam oder überhaupt nicht. Wir brauchen jetzt einen neuen entspannungspolitischen Ansatz und der kann einiges lernen von der Entspannungspolitik der 60er und 70er Jahre. Wir stellen heute statt der Notwendigkeit, konkrete Friedensschritte zu übernehmen, fest, dass wir es mit massiven Aufrüstungsprogrammen zu tun haben und mit der Kündigung des einzigen wirklichen Abrüstungsabkommens, nämlich dem zur Beseitigung der atomaren Mittelstreckenwaffen von 1987. Die anderen Abkommen, die wichtig und nützlich waren, waren Rüstungskontrollabkommen, aber keine Abrüstungsabkommen. Anders als bis 1990 ist die NATO in Europa heute militärisch überlegen. Und diese Überlegenheit zwingt die russische Seite, gerade in der Logik der Abschreckung zumindest, geradezu dazu, auf die atomare Rüstung zu setzen. Die ist perverserweise nämlich billiger als die konventionelle, also was man heute konventionell sagt, das sind ja hochtechnisierte Waffen.
Es ist Zeit für eine neue Friedensbewegung. Die deutsch-russische Zusammenarbeit, die Verständigung und Freundschaft zwischen unseren Völkern ist mir ein Herzensanliegen. Nie wieder gegeneinander. Jetzt bitte ich Hartmut Drewes nach oben. Hartmut Drewes vom Bremer Friedensforum, Pastor im Ruhestand. In seiner Kirchengemeinde hat er früher mehrfach Zwangsarbeiterinnen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu Gast gehabt und sich dafür eingesetzt, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Hartmut Drewes war viele Jahre aktiv in der christlichen Friedenskonferenz. Es war Anfang 1945. Ich lebte als fünfjähriges Kind wohlbehütet in Hildesheim. Wir wurden zwar als Kinder bei nächtlichem Fliegeralarm von den Eltern aus dem Schlaf gerissen, um mit ihnen zum Luftschutzbunker aufzubrechen. Aber vor den Luftangriffen hatte ich keine Angst. Meine Eltern waren ja bei mir. Aber eine andere Angst verfolgte mich, nämlich, ich glaube, wir müssen die Veranstaltung unterbrechen, das wird sehr laut. Ne? Ja, gegen ein mächtiges Domgeläut kommt auch ein Pastor nicht an. Ja, es war wie gesagt Anfang 1945. Diese Angst ist offensichtlich in unserer Familie präsent gewesen. Und ich hatte sie mir als kleines Kind zu eigen gemacht, ohne dass ich wusste, wer eigentlich Russen sind. Eine Bemerkung, die mein Vater in meiner Jugend dann immer wiederholte, lautete: Die Russen sind große Diplomaten. Das war vielleicht auch etwas bewundernd gesagt, aber, so fügt er warnend hinzu, man kann ihnen nicht trauen. Adenauer bezeichnete Russland als asiatische Macht, als eine ungeheure Macht, die von ganz anderem Geiste und von ganz anderer Denkungsart ist als wir abendländischen Europäer. Mit diesem Feindbild bin ich groß geworden. Auch während meiner Schulzeit wurde es gepflegt. Heinrich Himmler wies am 7. September 1943 seinen Obergruppenführer Prützmann an, dass bei der Räumung von Gebietsteilen in der Ukraine kein Mensch, kein Vieh, kein Zentner Getreide, keine Eisenbahnschiene zurückbleiben, dass kein Haus stehen bleibt, kein Bergwerk vorhanden ist, das nicht für Jahre gestört ist, kein Brunnen vorhanden ist, der nicht vergiftet ist. Der Gegner muss wirklich ein total verbranntes und zerstörtes Land vorfinden. Zitat Ende. Diese Weisungen blieben nicht Worte, sondern wurden umgesetzt. Nicht nur von der SS, sondern in gleichem Maße von der Wehrmacht. Sie ließ zum Beispiel etwa 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene verhungern, erfrieren, an Seuchen krepieren oder erschießen. Das alles und vieles andere mehr darf nicht vergessen, der muss überhaupt erst in Erinnerung gebracht werden, muss aufgearbeitet werden. Der Bundespräsident hat in seiner schon erwähnten beachtenswerten Rede vor wenigen Tagen gesagt, zu lange haben wir Deutsche das mit Blick auf die Verbrechen im Osten unseres Kontinents nicht getan. Es ist an der Zeit, das nachzuholen.
In dieser Rede hat er auch hervorgehoben, dass trotz der unvorstellbaren Verbrechen, die Deutschland an den Völkern der Sowjetunion verübt hat, Deutsche in diesen Ländern gastfreundlich empfangen werden, dass sie willkommen sind, dass man ihnen warmherzig begegnet. Und er fügt hinzu, das ist nicht weniger als ein Wunder. Wir können den Völkern der Sowjetunion nur ein großes Bolschoi Spasibo, einen tiefen Dank sagen. Sie haben die Hauptlast der Befreiung Deutschlands und der Welt vom Faschismus getragen. Und Sie haben in den Jahrzehnten nach dem Krieg diplomatische Wege Richtung Frieden möglich gemacht. Ich möchte mit zwei Zitaten aus den 80er Jahren enden, die mir bis heute viel bedeuten. Der Schriftsteller Ralf Giordano hat in einem Rundfunkinterview in den 80er Jahren einmal gesagt, wenn die Russen nach der Regel Auge um Auge, Zahn um Zahn verfahren wären, wäre von Deutschland nichts geblieben. Und sein Kollege Walter Jens hat auf dem Hamburger Kirchentag 1981 in einer vollbesetzten Messehalle, an deren Decke viele Fahnen der evangelischen Kirche mit dem violetten Kreuz hingen, gesagt, wenn der Iwan nicht gewesen wäre, hingen hier heute Fahnen mit einem anderen Kreuz, mit dem Hakenkreuz. Danke. All dies wird auch in diesem Lied Kraniche ausgedrückt. Der Mensch singt die Trauer aus. Rasul Gamzatov, der in einem kleinen Dorf in Dagestan, im Kaukasus, lebte, ein Dichter und Schriftsteller, hat in seiner Erstsprache Awarisch dieses Gedicht geschrieben. Kraniche, Журавли, wurde ins Russische übersetzt und vom Musiker Jan Frenkel vertont. Das Lied, das Trauer ausdrückt, ist den gefallenen Soldaten gewidmet, die, so der Text, als Kraniche weiterleben. Ein Kranich-Denkmal erinnert in mehreren Orten der ehemaligen Sowjetunion an die Opfer des Krieges und stellt gleichzeitig eine Mahnung dar für Zukunft ohne Krieg. Wir hören das Lied Kraniche. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей. Thank you.
летит по небу хрен усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. In Freundschaft und gegenseitiger Achtung miteinander leben. Nie wieder gegeneinander, gemeinsam für Frieden. Es singen und spielen der Chor Rodina, das Bayern-Duo, Valerie Holstein und Alexander Herzenberg und das Gitarren-Duo. Vielen Dank.